Haben Bürger einen Anspruch darauf, dass der Staat sich beeilt mit Impfungen, dass er also nicht ungenutzt Impfdosen herumliegen lässt, zum Beispiel, weil er lieber in aller Ruhe die Prioritätsfolge abarbeitet und erst dann die Prioritätsgruppe 2 eröffnet, wenn alle aus der ersten Gruppe beispielsweise schon fertig sind? Diese Frage sollte das Verwaltungsgericht Würzburg entscheiden und da fiel heute ein Beschluss aufgrund eines Eilantrages, den wir in der letzten Woche eingereicht hatten. Wir stützen unseren Anspruch dabei auf den Grundsatz der Kapazitätenauslastung. Eine Idee, die schon aus den 70er Jahren bekannt ist, als Studienplätze eingeklagt wurden mit der Begründung, du kannst mir den Studienplatz nicht verwehren, denn er ist noch vorhanden, du hast nicht alle, die denkbar sind, vergeben. Und dieser Anspruch lässt sich, so auch einige Juristen stimmen, zum Beispiel auf dem Verfassungsgericht Block auch auf Impfansprüche anwenden, denn der Anspruch auf Impfung ist in der Impfverordnung in § 1 ausdrücklich als subjektives Recht ausgestaltet. Wir hatten also einen Musterkläger, den Herrn Dr. Petri, der zur Prioritätsgruppe 2 gehört. Und der möchte nicht sich vordrängeln oder gar sagen, er wäre eigentlich genauso schutzwürdig wie jemand aus der ersten Kategorie, sondern er sagte lediglich, ich möchte gerne einen Anspruch geltend machen, wenn der Staat nicht alle seine Kapazitäten ausschöpft. Nun, der Antrag wurde vom Gericht heute abgewiesen. Denkbar ist allerdings die Begründung, denn das Gericht sagt, du kannst dich nicht auf Kapazitätsauslastung berufen, weil du keinen Anspruch hast. Und einen Anspruch hast du deswegen nicht, weil keine Impfkapazität vorhanden ist. Und ob jetzt deswegen Impfdosen und Kapazitäten vorhanden sind oder nicht, kann deswegen dahinstehen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Also das Gericht sagt, Voraussetzung für diesen Anspruch auf Kapazitätsauslastung ist, dass man überhaupt erstmal einen subjektiven Anspruch hat. Den gibt es dem Grunde nach aufgrund der Verordnung für jeden Bundesbürger, der hier in Deutschland lebt, aber eben nur unter dem Vorbehalt, dass Impfstoff auch zur Verfügung steht. Und weil eben kein Impfstoff zur Verfügung steht, deswegen besteht auch kein Anspruch und deswegen kannst du auch nicht den Anspruch geltend machen auf Kapazitätsauslastung. Man nennt das einen Zirkelschluss. Denn es ist sozusagen das Argument, wiederum die Voraussetzung dafür für die Widerlegung des Anspruchs. Also wenn man sagt, man hat keine Kapazitäten, kann man deswegen nicht den Anspruch auf Schaffung oder Nutzung der Kapazitäten ausschließen, um dann am Ende zu sagen, es kann dahinstehen. Man kann sich das in Ruhe in den Urteilsgründen anschauen, die auch schon veröffentlicht worden sind. Das ist eine Frage, die durchaus vor dem VGH geklärt werden soll. Denn wenn am Schluss herauskommt, dass also dieser Anspruch besteht, dann muss sich die Politik fragen lassen, warum sie immer noch so viele Lager an Impfstoff zurückhält und nicht verimpft. Denn ich bin davon überzeugt, dass Impfstoff nur in den Armen der Menschen einen Nutzen hat und nicht in den Depots von Bundesländern. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, liegt denn wirklich Impfstoff herum? Ist das vielleicht ein Märchen? Aus den Zahlen ergibt sich eigentlich, dass wir eine ziemlich große Differenz haben zwischen dem verimpften Impfstoff und dem, was angeliefert worden ist. Diese Differenz macht so etwa 20-30% der insgesamt jemals gelieferten Menge aus. Und die Presse hat darüber auch berichtet und das blieb unbestritten. Also zur letzten Woche war es so, dass etwa 500.000 Impfdosen noch zur Verfügung stehen, während zu dem Zeitpunkt etwa 1,2 Millionen Dosen verimpft worden waren. In der Zwischenzeit kamen neue Impfstofflieferungen hinzu. Zwar hat AstraZeneca gesagt, dass sie etwas weniger liefern, dafür hat BioNTech wiederum etwas mehr geliefert und dann ist ja in dieser Woche auch nicht mehr viel verimpft worden von AstraZeneca, sodass sich die Depots weiter aufgebaut haben. Wir gehen also davon aus, dass Impfstoff vorhanden ist. Wir haben es gesehen in anderen Bundesländern, wo NRW beispielsweise gesagt hat, wir geben jetzt mal 150.000, 200.000 Dosen frei, die wir zurückgehalten haben. Und es sieht von den Zahlen her so aus, als würde auch Bayern etwas zurückhalten. Es war ja auch was übrig, zum Beispiel, als es dann darum ging, auf Anordnung des Innenministeriums einige tausend Polizisten zu impfen oder Impfstoff in die Tschechei zu liefern, was sicherlich eine gute Idee war und nachvollziehbar war, aber zumindest zeigt, dass die vorhandenen Impfstofflieferungen nicht vollständig an die Impfzentren ausgeliefert wurden. Zwar sagte das Gericht, dass in Würzburg im dortigen Impfzentrum nicht mehr genügend vorhanden sei, also nichts übrig sei, weil alles, was angeliefert wird, verimpft wird. Das mag schon so sein. Also vielleicht abgesehen von einzelnen Restdosen. Aber diese Bestände sind ja auch nicht in den Impfzentren, im dortigen Kühlschrank, das ist bei uns ein Zelt, sondern wohl eher in zentraleren Lagern.